So, der wird jetzt nicht ganz gerade, der Kreisverkehr. Schuldet dessen, dass da nicht genug Platz ist, aber er ist fast gerade. Damit kann ich leben. So, und dann wollen wir nämlich eine Zufahrt. Und eine Zufahrt würde ich gerne da hinten verbinden. Dass die von dem Kreisverkehr aus mehreren Richtungen in die Stadt können. So wie sie es halt brauchen. Wobei das hier ist eigentlich eine blöde Idee. Wird viel mehr Sinn machen, hier noch so einen Andockpunkt zu machen. Den dann irgendwie per Kurve. Per Kurve so zu setzen. Beziehungsweise, warte, ich bin total bescheuert. Ich habe hier einen zweispurigen Kreisverkehr gebaut. Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Das muss natürlich Einbahnstraße sein. Fällt mir gerade mal so auf. Soll noch nicht im Kreisverkehr in zwei Richtungen fahren. So. Muss ich hier unten dann natürlich auch machen. Zack. Bitte nur in eine Richtung fahren. Ist aber falsch rum, oder? Ich glaube, das war falsch rum. So muss es sein. Schön. Jetzt brauche ich halt nur noch irgendwie, muss ich jetzt in der Autobahn Ab- und Auffahrt hinbauen. Also in die andere Richtung ist ja kein Thema. Können wir einfach so. Warte. Auch hier Kurve. Zack. Die Auffahrt auf die eine Richtung wird auch kein Problem. So, haben wir das verbunden. Jetzt müssen die halt nur noch in die andere Richtung drauf fahren können. Das könnte problematischer werden. Oder ich baue halt die ganze Autobahn ein Stück, ziehe die ein Stück in die andere Richtung. Boah, das wird aber echt teuer dann. Ich finde übrigens die Beleuchtung hier mega geil. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Außer. Oha. Das ist halt das Problem. Ich könnte natürlich auch die Stadt verlegen oder die Straßen. Aber das wäre halt nochmal eine ganze Ecke teurer. So. Zack. Zack. Muss die noch umdrehen, die Straße, ich weiß. So, und da bauen wir jetzt direkt so eine Autobahnkreuzung hin. Zack. Dann reiße ich hier den Teil ab und mache da meine eigene Verbindung. Zack. Jetzt muss sie natürlich noch gedreht werden, die Straße. Ist ein bisschen eckig jetzt, aber was soll's, gibt Schlimmeres. So, das muss auch abgerissen werden. Aber jetzt können wir wenigstens hier einfach mit einer Kurve
Terrasse. Ne. Komm. Nicht andocken. Kann man das irgendwie abmachen? Abknicken, umschalten. Das sind hier freie Straßenformen. Ich würde gern, dass der nicht versucht, sich da irgendwie ranzudrücken. Oder was macht er, wenn ich eine gerade Straße mache? Ja, das geht auch. So. Brauche ich auf jeden Fall wieder eine Kurve. So. Beziehungsweise. Will es schon richtig machen eigentlich. Na, geht wohl nicht anders. So, umdrehen. Jetzt müssen wir nur noch auf der Seite die Autobahn anpassen. Jetzt nur gerne weniger geknickt. So. Zack. Hierhin gerade und ab dann ein bisschen weniger geknickt. Ein Stückchen weniger. So ist gut. Perfekt. Hier schweben jetzt überall die Autos in der Luft. Was passiert eigentlich mit denen, wenn ich jetzt Start drücke? Okay. Fliegende Autos. So, das sollte jetzt eigentlich alle unsere Verkehrsprobleme beheben. Wir können aus Jux und Dollerei hier noch die beiden verbinden. Sind da wenigstens keine losen Enden. So, und jetzt sollten die Autos eigentlich recht gut in die Stadt kommen. Ich habe da oben vergessen, das Wasser weiterzuziehen. Gut, dass mir das auch mal jemand sagt. So. Schön. Sieht doch gut aus. Einrichtung leer. Ah, perfekt. Dann können wir die direkt verschieben. In die Straße. So, jetzt muss nur noch die Einrichtung leer. 25% voll. Ah, die hat es auch fast. Dann wird die Straße auch sechsspurig gemacht. Perfekt. Schön. Haben wir zumindest das Verkehrsmanagement mal ein bisschen überholt. Wobei es sich immer noch staut an der Stelle. Aber was will man machen? Zumindest fließt es jetzt einigermaßen durchgehend. So, gucken wir uns das Ganze mal im Zeittreffer an. Es darf sich halt nur kein Rückstau bis hierhin ergeben. Solange das sich nur hier oben ein bisschen staut, ist kein Problem. Das ist ja quasi schon die Ausfahrt. Es ist eng, aber es geht. Dass die auch sich hier nur einspurig hinstellen. Ich meine, das ist ein sechsspuriger Kreisverkehr. Benutzt bitte alle Spuren. Ein funktioniert hier ja auch einigermaßen. Ja, doch. Das geht alles. Die Straße hier oben, die Umgehungsstraße, ist noch nicht so viel benutzt, aber zumindest teilweise. So, die muss entleert werden. 11% voll. Das warte ich jetzt noch ab. Warum ist in den Gefängnissen zu wenig Platz? Weil ich nicht genug Geld habe, weil ein Gefängnis 120.000 Geld kostet. So viel haben wir nicht.
ist der nächste Meilenstein. Ah, den haben wir fast. 17.000 ist der nächste. Wie steht's? Ist 17.000 das, wo wir das Elektrokraftwerk kriegen? Ja, das ist es. Oh, perfekt. Es hat 160 Megawatt an Stromerzeugung. Das heißt, wir können quasi den gesamten Windpark hier durch ein einziges Elektrokraftwerk, durch ein einziges Solarkraftwerk ersetzen. Das ist mega gut. Und die hier oben haben alle Müllprobleme. Ich glaube, ich brauche noch mehr, beziehungsweise nee. Ich brauche noch nicht mehr, ich gehe auf Budget. So, hier kann man das Budget erhöhen für Müllfahrzeuge und dann fahren halt in der Nacht mehr Müllfahrzeuge. Je mehr Geld der Müllabfuhr zur Verfügung steht, desto mehr Fahrzeuge können sie in Dienst stellen. Oh, ich brauche, glaube ich, echt mehr Müllverbrennungsanlagen, wenn ich mir das hier so angucke. Ich glaube, das mache ich mal eben. Eins, zwei, so. Dann erhöhe ich das Budget trotzdem tagsüber auch noch auf 150. Ich meine, von nichts kommt ja nichts. So, ich meine, guck sich an, wie viele Müllfahrzeuge hier rumfahren. Ah, da. Da leert es sich, das ist schön. Nach hier oben sollten die jetzt hier auch problemlos kommen. Großartige Stadt. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 17.000. Jetzt können wir 3 Darlehens aufnehmen und haben noch das Solarkraftwerk bekommen. Und das werde ich sogar direkt mal eins von bauen. Die haben ein bisschen Lärmbelastung, die Solarkraftwerke. Deswegen stelle ich die am besten auch ins Industriegebiet mit. Zack. So, jetzt haben wir ein Elektrokraftwerk mehr. Das speise ich auch direkt ins Stromnetz ein. Dann reiße ich diesen ganzen Windpark hier ab. Denn so schön das ist, aber ich würde hier gerne bauen. Weil ich möchte hier noch weitere Wohngebiete, beziehungsweise ich glaube hauptsächlich Gewerbegebiet hinbauen. Und da sind die Windkraftwerke ein bisschen im Weg. So, das Problem ist, jetzt haben wir wieder 2 getrennte Stromnetze. Deswegen baue ich hier die neue Verbindung. Dann kann das auch weg. So. Schön. Perfekt. Wir haben den ganzen Windpark jetzt durch ein Solarkraftwerk ersetzt. Sobald wir genug Geld haben, 80.000 Kosten, die sind halt recht teuer. Aber nehmen halt im Vergleich zu den Windkraftwerken einfach mal einen Bruchteil des Platzes nur ein. So, und... Oh, perfekt. Das passt gerade zeitlich alles mega gut. Das heißt nämlich, wir können die Müllkippe jetzt auch noch an die Straße legen. Und dann endlich das hier 6-spurig machen. Dann noch die Straßen bis unten erweitern. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir das, glaube ich, sogar auch machen, oder? Na, ich glaube, ich mach das ein bisschen anders. Ein bisschen weniger symmetrisch, dafür aber mit weniger Kreuzungen. Nämlich so. Zack. Dann können wir, die wollen ja Industriegebiet. Also sollen sie Industriegebiet kriegen. So. Sobald die hier dann vollgebaut haben, brauche ich auch die Stromleitung nicht mehr. Also quasi jetzt brauche ich sie nicht mehr. Denn der Strom sollte sich jetzt relativ gut verteilen. Hoffentlich wird er nicht bald zu einem Sturm. Ja, nee, nochmal so ein Tornado können wir gerade gar nicht brauchen. Und ich kann auch hier die Leerung stoppen. Vielleicht hatte ich deswegen Probleme mit den Müllfahrzeugen. So, die haben kein Wasser. Tatsache. Hier.
Gibt's was zu trinken? Schön. Würde ich sagen, haben wir eigentlich ganz gut aufgeräumt. Das Verkehrssystem ist jetzt nicht optimal, da kann man noch nachwirken, aber mit dem Kreisverkehr haben wir zumindest hier schon mal das Wichtigste zusammen. Gut. Die Müllabfuhr kommt hoffentlich auch irgendwann nach da oben. Irgendwann einmal. Was ist denn mit der Müllabfuhr los? Ja, die Müllabfuhr arbeitet. Die kann auch nicht schneller. Wart's ab, die kommt noch. Und ich sollte vielleicht mal Krematorien bauen. Denn hier sind schon überall tote Leute. Baue ich direkt hier mal zwei Kremato ein Krematorium. Hier unten in die Straße können wir noch eins setzen. Ich baue die Krematorien wesentlich lieber als die Friedhöfe, weil die Friedhöfe sind auch irgendwann voll und die Krematorien halt nicht. Deswegen sollte ich hier oben eigentlich auch noch eins hinsetzen, sobald wir wieder 25.000 Geld haben. Wen soll ich anrufen, wenn jemand kommt, um die Toten abzuholen? Ja, ich bin in Arbeit. Ich kann nicht schneller. Meine Katze wurde von einem Rauchmelder gerettet. Diese Nachrichten sind so sinnvoll. Schön. Da oben ist Kriminalität. Hier überall. Kriminalitätsrate ist zu hoch. Oh, weil ich da auch kein Polizeirevier habe. Wie viel kosten die nochmal? 12.000. Und so eine Polizeiwache kostet 60.000. Ja, so viel habe ich nicht. So. Also eine Polizeiwache können wir uns nochmal gönnen. Als nächstes sollte ich dann wirklich langsam mal ein Gefängnis bauen. Da brennt's, aber die Feuerwehr ist hoffentlich schon da. Hallo, Feuerwehr? Gebäude brennt. Im Normalbetrieb. Okay. Ich lass das mal so stehen. Feuerwehr? Ah, guck mal. Das ist der nächste Feuerwehr. Okay, die waren schnell. Im Normalbetrieb. Das stört die gar nicht, dass ihr Gebäude brennt. Das ist denen egal. So. Und schon wieder mehr Industriebedarf. Oh Mann. Naja, Industriegebiet habe ich genug Platz eigentlich. Moment. Ziehe ich erstmal die sechsspurige Straße noch hier durch. Die vierspurige dann auch. So. Und dann zack. Zack. Einmal dieses Gitterraster erweitern. Glaube, ich brauche hier dann auch eine neue Feuerwache. Warte, hier. So. Baue ich dann hier hin. Und dann kann ich das hier alles noch als Industriegebiet ausweisen. Feuerwache sollte auch sofort Strom kriegen. Ja, die bauen wie der Wind. Stimmt, Wasser ist da noch nicht, ne? Muss ich mal ganz schnell, ganz, ganz schnell beheben. So. Ich verbinde dann hier auch mal die Enden, damit das Wasser vernünftig zirkulieren kann. Zack. Zack. So. Das sollte erstmal genug Industriegebiet. Wie schnell bauen die das zu? Sollte eigentlich erstmal genug Industriegebiet gewesen sein. Ich glaube, ich mache an dieser Stelle aber jetzt wieder eine kleine Aufnahmepause. Wie gesagt, ich muss die Folge nach zu morgen hin noch rendern und hochladen. Deswegen, beziehungsweise zu morgen. Jetzt sind schon wieder zwei Folgen online.
aber beziehungsweise das ist die dritte, also sind eigentlich drei Folgen online. Aber egal. Ich sag deswegen vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschüss.